Hallo und willkommen hier zu einem Deckprofil und zwar von Ninja Kaiju Beschworener oder Invoked, wie man es auch nennt. Und zwar gehen wir hier da mal gleich zu den Fangkarten über. Haben wir dreimal Spiegelkraft, dann zweimal Ninjitsu Zukunft der Supertransformation. Man kann da einfach ein offenes Monster, ein Ninja-Monster wählen und ein gegnerisches Monster, offenes. Und diese zwei auf den Friedhof legen und ein Typ Drache, Dinosaurier oder Seeschlange, von dessen Stufe kleiner oder gleich sind, von meinem Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Und die bleibt halt auch auf dem Deck. Die ist sehr gut mit Ninja, des weißen Drachen. Der kommt aber dann noch später. Dann haben wir auch noch hier bodenlose Fallgrube, tiefe dunkle Fallgrube, leeren Fallgrube, Fallgruben Albtraum der Fallenstellerin für Rafflesia, die was im Extra-Deck dann ist. Dann haben wir noch zweimal sichere Zone, ebenfalls für den weißen Ninja-Drachen da, da der die Zauber- und Fallkarten schützen wird, aber der kommt ja noch. Dann noch einmal ernste Warnung und zweimal feierlicher Schlag. Das ist einfach ein Deck, was sehr gut gegen lästige andere Karten zurechtkommt. Dann zu den Zauberkarten, einmal ziehen lasst, um einfach wieder mehr Power vom Friedhof zu holen. Verstärkung für die Armee, um einen Typ Krieger der Stufe 4 oder niedrigere vom Deck wählen, also die ganzen Ninja-Monster. Dann mal Landformen für Strand von Kyoto. Genau, wegen den ganzen Zielmarken. Man will ja auch, ich will in diesem Deck sogar die Zielmarken haben, wegen dem Gamesiel, die Meeresschildkröte da, um auch gegnerische Effekte zu annullieren. Dann einmal ununterbrochener Kaiju-Schlummer. Ich hatte früher zwei drin, aber durch die neue Bannliste ist sie ja limitiert geworden. Kann ich sie noch einmal setzen. Dann habe ich drinnen noch einmal Rangsteigerungszauber, das siebente für das Extra-Deck. Das kommt dann natürlich noch. Dann einmal Beschwörung. Ich habe sie leider noch einmal. Um den Aleister der Beschwörer zu. Mit dem halt die ganzen Beschworenen Fusionsmonster zu beschwören. Ja, dann haben wir natürlich hier. Zweimal Aleister der Beschwörer, um Beschwörung zu suchen. Und dann einmal Dragudis, der ermächtigte Krieger, um Angriffe ein bisschen fernzuhalten in der Pendelzone, wenn man den dann hat. Dann kommen die ganzen Kaijus. Einmal Kumonguis, der Kaiju der klebrigen Fäden. Der ist einfach nur so als gegnerischer Futter und für mich zum Angriffen da. Dann Donnerkönig, der Blitzschlag-Kaiju, der ist für mich da, weil er der stärkste ist in diesem Deck. Dann zweimal Gamesiel, der Kaiju der Meeresschildkröte, ist entweder für mich oder für Gegner, je nachdem, ob ich den Strand auf dem Feld habe oder nicht. Dann noch zweimal Dogoran, der Kaiju der verrückten Flamme. Der ist eher mehr für den Gegner gedacht, außer ich brauche ihn gerade. Und jetzt dann Ninja des weißen Drachen. Der kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer durch Ninjitsu-Karten und meine Zauber- oder Fallenkarten können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Also er schützt meine ganzen Karten. Mit denen kann ich ja mit der Fallenkarte ihn rufen, mit der Ninjitsu-Kunst. Und mit der Fallenkarte hier, also mit denen ruft man den. Und mit sicherer Zone schützt man ihn auch noch, weil er auch sichere Zone schützt. Gut, dann haben wir zweimal Dämmerungslinien. Getsugu der Shogun, also man kann nur einen Tribut dafür benutzen, indem man einen Ninja-Monster als Tribut anbietet und man kann zwei Ninja-Monster vom Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Sehr gut eigentlich. Dann dreimal Goldener Emporkömmling-Ninja, man kann eine Fallenkarte abwerfen und ein anderes Ninja-Monster der Stufe 4 oder niedriger vom Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Das ist so eine Instant Rank 4 Fallenstellerin. Dann haben wir noch natürlich auch dreimal Ninja-Großmeister Hanzo. Er sucht, wenn er Ninjitsu-Kunstkarten oder Ninja-Karten, je nachdem wie er beschwört wird. Und dreimal Dämmerungsninja Shingetsu. Shingetsu ist so ein Blocker. Wenn ich zwei davon auf dem Feld habe, kann der Gegner kein Monster angreifen und keine Ninja-Monster als Ziel für Karteneffekte wählen. Dann müssen sie entweder alle gleichzeitig zerstören. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Da haben wir einmal Beschworener Raijin, dann Beschworener Purgatrio, Beschworener Magellanica, Beschworener Cocytus, Beschworener Caliga, Beschworener Mechaber, die ist die beste Karte,
Dann habe ich auch noch Beschworener Elysium drinnen. Man kann es natürlich auch rausgeben, man kann andere Beschwörer rausgeben oder in Sideck geben, je nachdem, was der Gegner dann spielt. Dann Nummer C107 Neo Galaxina und Tachyone Drache und Nummer 107 Galaxia und Tachyone Drache. Natürlich mit Rangsteigungsroboter, der siebente. Dann habe ich noch Heroischer Champion Excalibur, weil er einfach eine 4000er Angriff sein kann und einfach gegen andere Monster dann gut drüber kommen kann, die einfach sehr hartnäckig sind oder die unberührt von Karteneffekten sind. Natürlich will man dann denen haben. Dann einmal Castiel, der Himmelsprenger-Musketier, um Karten in die Hand zu schicken. Dann Fallenstellerin Rafflesia, die will man gleich erst in der ersten Runde haben, ist immun gegen Fallenkarten und kann natürlich Fallengruben Effekte vom Deck aktivieren sozusagen. Dann Nummer S39 Utopia, der Blitz und die ganzen vorigen Utopia Strahlen und Normal Utopia, um auch einfach gegen Bieter drüber zu kommen und den letzten Rest zu verpassen. Das war das Deck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch noch auf meine anderen Deckprofils an und bis zum nächsten Mal.